Habt ihr euch schon mal Gedanken darüber gemacht, wo die digitale Reise speziell für uns in unserer Branche hingeht? Wie sieht es in 10 Jahren aus? Ich denke oft darüber nach und ich spreche auch oft darüber in meinem Podcast. Aber im Endeffekt müssen wir uns darüber klar werden, dass Digitalisierung, das, was jetzt alles passiert, gerade erst der Anfang ist. Wir haben jetzt damit angefangen, analoge Dinge in digitale Inhalte zu verwandeln. Wir haben jetzt damit angefangen, Dinge zu speichern, Daten zu speichern. Wir haben damit angefangen, Daten in Relation zueinander zu setzen oder miteinander zusammen zu verbinden, dass Daten zwischen Tools ausgetauscht werden. Das ist jetzt gerade der Start und das ist erst die Basis, der Grundstein, auf dem die Zukunft komplett aufbauen wird. Künstliche Intelligenz, Robotics, die brauchen diese Daten, damit die später besser arbeiten und besser funktionieren können. Und das alles, was da noch kommt, baut auf das, was wir jetzt gerade machen, auf. Das heißt, es ist ein Muster, jetzt mit loszulegen, dass wir dieses Grundgerüst, diese Basis bauen für das alles, was noch kommt. Und eins ist ganz klar, die Entwicklung der nächsten Jahre, die geht so rasant weiter. Die nächsten 100 Jahre Entwicklung werden sich anfühlen wie 20.000 Jahre, weil alle Wissenschaftler, alle Erfinder, alle auf das Wissen und auf die Entwicklung der vergangenen Generation zurückgreifen können. Das heißt, es geht in einer Kurve nach oben, das können wir uns gar nicht vorstellen. Deswegen sollten wir uns jetzt mit dem Thema beschäftigen und ja, loslegen.